Das ist meine Todeszelle. Da war ich 40 Tage, habe gewartet auf die Begnadigung oder Auszug und das Erschießen. Also ich war verurteilt zum Tode, wegen Hochverrat, Fahndung und Diebstahl. Belgrad, 40 Jahre nach Kriegsende. Eine moderne Millionenstadt. Die Stadt, in der Thomas Dewald heute lebt. Er gehört zu den wenigen Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien bleiben konnten. Dewald ist ein Nachfahre schwäbischer Bauern, die bereits im 18. Jahrhundert nach dem letzten österreichisch-türkischen Krieg nach Jugoslawien übersiedelten. Tausende von Deutschen kamen in das Niemandsland vor den Toren Belgrads und verwandelten es in fruchtbare Äcker und Weiden. Als Wehrbauern mussten sie das Land gegen die Türken verteidigen. Später kamen schwäbische Handwerker und Händler hinzu, die das österreichische Heer versorgten. Unter den ersten Kolonisatoren des 18. Jahrhunderts war auch Nikolaus Dewald, ein Ururgroßvater von Thomas Dewald. Die aus Montanach-Dietenhofen in Lothringen stammende Familie Dewald kam zunächst nach Gajdobra in Batschka. Vor 150 Jahren siedelte sich der Großvater Adam Dewald in Semon an. Die ehemalige Vorstadt ist heute mit der Hauptstadt Belgrad verwachsen. Die Deutschen setzten in Semon die Tradition der Vereine fort. Die Arbeitervereine versammelten junge Menschen um sich. Hier erhielten sie auch politischen Unterricht. Thomas Dewald, seine Schwester Therese und Bruder Alexander waren aktive Mitglieder im Arbeiterverein Sloga. Im Verein nahmen sie Kontakt zu Gewerkschaftsmitgliedern und den Aktivisten der Kommunistischen Partei auf. Sie lebten mitten im Arbeiterviertel von Semon, wo heute noch Spuren der deutschen Siedlerzeit zu sehen sind. In der Siedlung Franztal stehen ganze Reihen deutscher Häuser. Die Eltern von Thomas Dewald lebten in der nahen Siedlung Calvaria. Sie betrieben an dieser Stelle eine kleine Schneiderwerkstatt. Direkt nebenan bauten sie ein Familienhaus, in dem Thomas Dewald geboren wurde. Thomas Dewald stellte sich schon früh auf die Seite der Arbeiter. Mit dazu beigetragen hatte hierbei vor allem sein Onkel Adam Dewald, der hier eine Holzfabrik betrieb. Weil sein Vater dem Onkel einen Kredit nicht zurückzahlen konnte, musste Thomas die Lehre als Buchhändler abbrechen und in der Holzhandlung des Onkels arbeiten. Die schwere Arbeit und die Zeiten, die darauf folgten, waren maßgebend für den späteren Lebensweg Thomas Dewalds, aber auch für die Entscheidung, gegen seine eigenen Landsleute zu wirken, die sich reihenweise dem immer stärker werdenden Kulturbund der Nationalsozialisten anschlossen. In der Kommunistischen Partei sah Thomas Dewald die Vertreter der Armen und Ausgebeuteten. Deshalb schloss er sich der kommunistischen Jugend in Semon an. Dunkle Wolken zogen über den Balkan. Nachdem sich Ungarn, Rumänien und Bulgarien in Abhängigkeit von Nazi-Deutschland begeben hatten, reiste auch der jugoslawische Ministerpräsident Cvetkovic im März 1941 zu Hitler und unterzeichnete den Beitritt zum Dritten Reich. Aus diesem Anlass organisierten die jugoslawischen Kommunisten in vielen Städten große Demonstrationen. Thomas Dewald marschierte als Mitglied der kommunistischen Jugend mit. Um einen Umsturz durch Kommunisten und Arbeiter zu verhindern, putschten die Offiziere in Belgrad und ließen den Ministerpräsidenten Cvetkovic verhaften. Hitler tobte, weil ihm ein kleines Land auf dem Balkan den Gehorsam verweigerte. Er befahl, die Hauptstadt Belgrad zu bombardieren. Von dieser Stelle hier am Kalvarienberg habe ich mit meinen
Kameraden am 11. April 1941 den Bombenangriff nach an Belgrad beobachtet. Die Flugzeuge kamen hier aus Ungarn und Rumänien in Geschwader von etwa 250 Stukas in Wellen und haben die Bombenteppiche vom Saarufer bei Kalmegden über das Bahngeleise, Brücke ausgeschüttet und alles zerstört. Der Luftangriff auf Belgrad erfolgte ohne Kriegserklärung. Drei volle Tage flogen die Geschwader der Luftwaffe Bombenangriffe auf die jugoslawische Hauptstadt. 17.000 Menschen kamen dabei um. Die Wochenschau berichtete: Unter uns die schweren Forts der Festung Belgrad. Gleich am ersten Tage der Feindseligkeiten griff die deutsche Luftwaffe die militärischen Ziele der Festung vernichtend an und schickte Tod und Verderben über die Hauptstadt Jugoslawiens, den Sitz der Kriegsbrandstifter auf dem Balkan. Während Belgrad in Schutt und Asche lag, blieb Semun verschont. Hier lebten fast 12.000 Deutsche. Der Hass der einheimischen Bevölkerung entlud sich zunächst auf die Volksdeutschen. Die jugoslawische Polizei verhaftete jeden Deutschen, den sie in Belgrad und Semun fassen konnte. Auch Thomas Dewald kam mit seinem Vater ins Gefängnis. Ich sagte bei der Verhaftung, ich kannte den Agenten, den Polizeiagenten. Ich sagte, ja, warum mich? Ich bin doch nicht, ich gehöre doch nicht dazu. Ja, gerade darum, gerade deshalb. Ich wusste schon, dass die uns als auch Kommunisten und als auch Deutsche, also ich war jetzt doppelt verdächtig als Kommunisten, als Deutscher, und war dann mit den Deutschen in Haft. Das dauert aber nicht lange, 11 Tage, glaube ich, oder 8 Tage. Dann ist die deutsche Armee, Wehrmacht, einmarschiert. Eine Wehrmachteinheit, die den Bootrupp machte, die hat uns befreit. Die hat das Gefängnis geöffnet, weil die uns verhaftet haben, die sind ja alle abgehauen. Die haben uns befreit, haben uns sofort Waffen in die Hand gesteckt und wir haben da, bis die Armee nicht ankommt, also die reguläre Armee, Polizei gegründet wird und so weiter, haben wir da Wache geübt. In nur 12 Tagen wurde Jugoslawien von der deutschen Wehrmacht militärisch und als Staatsgebilde zerschlagen. Es war wohl eine Ironie der Geschichte, dass Belgrad ausgerechnet von jener Truppe besetzt wurde, die den Namen des Türkenbefreiers Prinz Eugen trug. Die deutsche Armee wurde in Belgrad von den Volksdeutschen stürmisch begrüßt und gefeiert. Nach der Vertreibung der Serben übernahmen sie Schlüsselpositionen. Gemeinsam mit der Wehrmacht führten sie ein strenges Regime in der besetzten Stadt. Selbst diejenigen, die bis dahin noch nicht so stark vom Kulturbund der Nationalsozialisten beeinflusst waren, liefen nunmehr über. Auch Thomas Dewald. Wenn man hier als Opfer sich vorzeigt, ich war ja auch ein Opfer der Verhaftung, dann gehöre ich dazu. Dann hat man alles vergessen, was ich vorher gemacht habe. Ich habe ja vor dem Krieg mit den Gewerkschaften, mit den Arbeitervereinen, überall war ich tätig. Auf einmal fand ich mich mit den Deutschen zusammen im Arrest und man hat mich auch befreit. Ich bin befreit worden von der deutschen Armee, also von der Wehrmacht. Und da haben wir die mir sehr rasch die Hitlerjugenduniform gegeben. Sämtliche Übungen, Singen und alles habe ich mitgemacht. Aber da ich schon im 20. Jahr war, 21, da haben die mir auch die Mannschaftsuniform nachher auch gegeben. Mit Waffe, mit dem Hakenkreuz, braunes Hemd, schwarze Uniform. Und dann kam die Idee bei meinem Kumpel, bei den Genossen aus der Partei. Sagte, ja, das ist ja gut, bleib doch drinnen. Sag ich mag das nicht. Was soll ich denn da Affe spielen? Ich will das nicht so. Sag ich, das ist gut, du musst jetzt dich reinschleichen in die deutsche Organisationen, einschleichen. Du bist für uns, wir haben viel Vertrauen in dich. Zum Beispiel zur Zeit gewusst, wann verschiedene Aktionen durchgeführt werden. Wann Verhaftungen, große, Razzien. Oder wann die Flugblätter, die die Kommunistische Partei verteilt hat, in die Postkästchen oder über das Tor, wann die zusammengerafft werden. Und aber selbst, ich habe zuerst mal als Zivil, als Angehöriger der Kommunistischen Jugend, habe ich Flugblätter verteilt.
und dann als Mannschaft wurde ich mobilisiert, als Mannschaftsangehöriger und habe dieselbe Flugzettel zusammengerafft. Thomas Dewald wurde schließlich bei der Donauzeitung, dem Mitteilungsblatt der Nationalsozialisten für den Balkan, als Kurier beschäftigt. Er war zuständig für die Verteilung der Zeitung auf dem Land und für das Werben neuer Abonnenten. Er hatte nun unbeschränkte Bewegungsfreiheit, die es ihm ermöglichte, die Verbindung zwischen den Kommunisten in Belgrad und den Partisanen in Srem herzustellen. Beim Verlassen der Stadt trug Dewald die nationalsozialistische Donauzeitung, aber auch Flugblätter der Kommunisten bei sich. Auf dem Rückweg wiederum brachte er neben der Partisanenpost Korrespondentenbriefe für die Zeitungsredaktion. In das Büro zu der Sekretärin der Redaktion kam ich sehr oft. Ich habe das Kuriermaterial von der Post aus Semlin hergebracht und dann den Bericht von dem Berichterstatter aus Sirmien und aus Slavonien. Und da habe ich ein bisschen Kaffee getrunken, ein bisschen gesessen und habe die Gelegenheit ausgenutzt, als die Sekretärin rausging, habe vom Tisch so Ausweise genommen, der Stempel noch drauf und das alles in meine Kuriertasche in die große rein und mitgenommen. Durch die Hilfe bei der Flucht einiger Kommunisten aus Belgrad und die Beschaffung von gefälschten Passierscheinen wurde Dewald ein anerkannter Aktivist. Am 3. Juli 1941 hat er mich zu meiner Genossin, mit der ich sonst Kontakte hatte, gerufen zu einem Treffen, was wir sonst Versammlungen hatten. Als ich dahin kam, war noch eine Genossin, also die, der die Wohnung gehörte, das war eine Serbin, die zweite, die war eine Jüdin und ich war ein Deutscher. Wir drei haben zusammen getroffen. Der vierte war, der nachher kam, das war der Sekretär der Ortsorganisation der Kommunistischen Partei. Nach kurzer Zeit hat er uns allen drei gesagt, dass wir von heute Mitglieder der Kommunistischen Partei sind. Der Kommunist in schwarzer Nazi-Uniform bekam eine neue Aufgabe, die Liquidation des kroatischen Polizeichefs von Simon. Hier war das Haus, das Wohnhaus von Professor Patay, in dem wohnte der Walter Filipovic, der Chef der Ustascha Polizei. Und für den wir den Auftrag hatten, wegen seinen Gräueltaten, wegen seiner Tätigkeit als Polizeichef, dass wir ihn täten. Ich habe ihn mehrere Tage begleitet und der Deša Macetić, der hat ihn erschießen sollen. Und hat hier im Dunkel gewartet. Ich habe ihn von der vom Kino, wo er des Abends war, habe ich ihn hier begleitet, habe einen Rundgang gemacht, habe den Deša aufmerksam gemacht und nachher, als er hier vor sein Tor kam und den Schlüssel herausgemacht, wollte aufschließen, da hat er ihn mit einem Walter abgeschossen, also getötet. Und dann sind wir in die Richtungen, ich in diese Richtung und der Deša in eine andere Richtung geflüchtet. Thomas Dewald hatte Glück. Seine Beteiligung am Attentat blieb unentdeckt. Der Erfolg des Attentats ermutigte ihn zu immer gewagteren Aktionen. Als in Semun eine Gruppe von Kommunisten verhaftet wurde, ermöglichte Thomas Dewald ihnen die Flucht. Seine Doppeltätigkeit und der ganze Krieg waren für ihn zum Abenteuer geworden. Doch aus dem Abenteuer wurde bald bitterer Ernst. Die deutsche Armee war mehr und mehr in Kämpfe verwickelt. Nach der Schlacht von Stalingrad brauchte Hitler dringend neue Soldaten. Das Dritte Reich zwang seine Balkansatelliten, alle wehrpflichtigen Bürger deutscher Abstammung zum Dienst in der Waffen-SS freizustellen. Auch Thomas Dewald musste zur Musterung. Durch seine Tätigkeit bei der Donauzeitung konnte er zweimal die Einberufung vermeiden. Doch beim dritten Mal überredeten seine Genossen ihn, sich freiwillig zu melden. Ja, die Entscheidung war schwer. Ich wollte nicht die Einberufung folgen und habe das meinen Genossen, dem Parteisekretär Jan Kolisiak, der war der in der Stadt Belgrad, der Parteisekretär, ich habe gesagt, ich möchte zu den Partisanen.
Der hat aber gefragt, das habe ich nachher erfahren, den Blago Enesković, der das Parteisekretär von Serbien war und andere. Und die haben entschlossen, dass ein Kommunist bei der SS auch gut kommt. Man hat schon weitsichtig, weit gesehen. Ich bin mit den anderen jungen Deutschen, Volksdeutschen, aus Franstal und Semlin, die damals bei Mustern waren, bei SS, mit einem ganzen Zug abgereist. Es sind welche nach Prag, zum Regiment Deutschland. Aber eine Anzahl, wo ich auch dabei war, ist nach Lichterfelde West, Berlin, zur LAH, also Leibstandarte Alufelde. Kadettenanstalt Berlin-Westerfelde, die Hochburg des militanten Preußentums. Dewald bekam das zu spüren. Das waren Ausbilder, denn für die das ganz routiniert war. Die haben uns empfangen und sollten uns ausbilden. Und dann kam das große Staunen. Wir konnten ja nicht mal richtig Deutsch sprechen. Wir haben so eine schwäbische Sprache als Volksdeutsche da vom Balkan mitgebracht, während wir nicht alle deutsche Schulen besuchten. Und auch die Gewohnheiten, die Vorausbildung hatten wir nicht wie die sonstige Reichsdeutschen. Und das war eine große Enttäuschung für die richtige SS-Leute, dass jetzt auch solche Leute da in die Lichterfelde, also zur Leibstandarte Adolf Hitler da kommen. Sie haben uns gesagt, ganz einfach, wenn wir da kein Zeigen waren, nicht, dass wir Zigeuner sind. Für die waren wir Zigeuner, also deutsche Zigeuner. Aber auch sogenannte Zigeuner wurden vereidigt. Ich schwöre dir, Adolf Hitler, Adolf Treue und Tapferkeit. Dann kam die Vereidigung, die Parade. Außerdem, dass wir auch die Blutgruppe bekommen und die der Tafel da mit dem Namen und Nummer. Und Blutgruppe haben sie uns eingeprägt mit der Nadel, damit eintätowiert. Das ist die Gruppe A, sieht man das? Ja. Gruppe A. So hatten das eingeprägt. Und das hat jeder SS-Mann. Danach erkennt man sie auch nach dem Krieg. Der Kommunist und SS-Grenadier Thomas Dewald kam im Februar 1942 mit der Leibstandarte Adolf Hitler nach Prag. Hier wurde ihm von der Gestapo mitgeteilt, dass seine Schwester in Belgrad als Kommunistin verhaftet worden war. Thomas Dewald flüchtete zu Verwandten nach Hamburg. In Kiel wurde er von Hans Senning, seinem Onkel, angezeigt und der Gestapo ausgeliefert. Zunächst steckte man ihn in ein Hamburger, danach in ein Prager Gefängnis. Später kam er nach Belgrad, wo er in Glavnica, einem der gefürchtetsten Gestapo-Gefängnisse, landete. Angeklagt wegen Hochverrats, verurteilte ihn das SS-Gericht für den Balkan wegen Fahnenflucht und Waffendiebstahl zu 10 Jahren Zuchthaus. Dewald kam nach Dachau. In einem Brief an seinen Onkel Alexander Mettler schrieb Dewald, er sei nach Belgrad zur Vernehmung gebracht und verurteilt worden. Der Onkel besuchte ihn. Durch ihn erfuhr Dewald das grausame Schicksal seiner Familie. Sein Bruder Alexander flüchtete 1941 zu den Partisanen nach Valjevo und fiel bereits in den ersten Kämpfen. Die Eltern wurden in einer Partisanenwerkstatt Anfang 1943 von den Deutschen verhaftet und auf dem Gelände des KZs Altes Messegelände in Belgrad zur Abschreckung anderer Volksdeutscher, die noch mit Partisanen sympathisierten, erhängt. Seine Schwester Therese, zu jener Zeit im Gefängnis und KZ-Lager Banjica, wurde bis zu ihrem Abtransport in das KZ Ravensbrück von der Gestapo misshandelt und gefoltert. Auch für Thomas Dewald spitzte sich die Lage zu. Sein Doppelspiel als Kommunist in deutscher SS-Uniform war aufgeflogen. Ich war ja schon in Dachau fast 6 Monate. War er auch in Allach in den Werkstätten, hab gearbeitet und hab den Drill mitgemacht und alles da. Und hab mich schon gewöhnt an die ganzen Verhältnisse da. Wo man muss begreifen, die Leute, die nicht da waren, die wissen das nicht. Man muss begreifen, dass keine Sicherheit da besteht.
Mit dem SS-Leiter weiß man nicht, ob man überhaupt lebend abends oder morgens noch herauskommt. Weil die haben machen irgendeinen Spaß mit diesem oder jenem Häftling, einen Drill oder was, und ist weg. Das ist abgeschrieben. Jetzt kamen aus Jugoslawien neue Auskünfte über den Attentat auf Filipovic. Dann war es nicht mehr Verdacht zum Hochverrat, jetzt war es Hochverrat. Wenn man jetzt festgestellt hat, dass ich tatsächlich aktiv für die Kommunistische Partei tätig war und dass ich als solcher zur SS eingeschlichen bin, im Auftrag der Kommunistischen Partei angenommen. Das war eine ganz kurze Verhandlung von etwa 10 Minuten. Obwohl ich auch meinen Verteidiger hatte, Rechtsanwalt, ein Offizier, Generäle waren im obersten SS-Gericht. Die haben kurz das Urlaub für Hochverrat, Wiederverhandlungspflicht und so weiter ausgesprochen, also zum Tode verurteilt. Das gefiel. Man wird stumpf. Man wacht nur morgens, wenn der Mann mit dem Schlüssel, der im Flur da herumspaziert, und er macht Scherze. In der Früh werden die rausgeführt, die erschossen werden. Und das geschieht schon um 6 Uhr, werden die. Und dann geht er mit dem Schlüssel zu verschiedenen Tieren, auch bei denen, die nicht herausgerufen werden, und steckt den Schlüssel ein bisschen rein, dann geht er weiter. Ja, das ist ja das Schlimmste, wenn er den Schlüssel da reinsteckt. Dann glaubt man, jetzt ist es fertig. Ich habe da in der Einzelzelle die Tage gezählt, mit der Striche, kleine Striche gemacht. Das ist ja auch strafbar, wenn man da was schreibt oder was. Ich kam auf die Idee, wenn ich mal weiß, dass ich erschossen werde, dann mache ich da irgendeinen Abschied auf der Wand und schreibe was drauf. Aber so habe ich nur kleine Striche gemacht und es waren 40 Tage. Am 40. Tag wurde ich herausgerufen, 2 Uhr passiert das, in die Schreibstube zum Offizier. Der hat mir vorgelesen, das ist ein kurzes wie ein Urteil, Reichsführer Heinrich Himmler hat sie begnadigt zum lebenslänglichen Zuchthaus. Kurz vor der Begnadigung und nach der Begnadigung, also seit einem Monat, war wieder eine Musterung, eine Art Musterung. Wir waren alle da auf dem Appellplatz, die SS-Leute und eine Kommission, also wie man das heute nennt, es waren SS-Offiziere, haben da ausgesucht. Ohne Rücksicht auf die Strafe. Sie haben nicht gefragt, ob jemand lebenslänglich ist oder 3 oder 5 Jahre Zuchthaus hat oder Arrest. Die haben uns da ausgesucht und es waren 20 Mann. Von 150, 20 Mann. Und da war ich auch dabei. Zur Bewährungseinheit Dirlewanger. Diese auf Himmlers Befehl gegründete SS-Sondereinheit für die Partisanenbekämpfung setzte sich vor allem aus Sträflingen zusammen. Der Obersturmführer Oskar Dirlewanger hatte in seiner Truppe absolute Gewalt über Leben und Tod. Zweifler oder Verräter wurden erschossen, nicht selten von Dirlewanger persönlich. Traurigen Ruhm erwarb sich die Dirlewanger Brigade bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes. Ich habe vieles gelesen über die Genghis Khan oder anderen, auch in den Filmen vieles gesehen, aber so etwas, was Dirlewanger war, die Einheit, ist aber auch nicht beschrieben. Ich meine, hat das keiner überlebt oder wagt das keiner zu beschreiben. Das war eine Einheit, also eine Bande von Leuten, die alle verurteilt waren, nicht politisch. Die hatten auch nicht viel wegen Fahnenflucht. Es waren Diebstähle, es waren irgendwelche Delikte, also Blut bis zum Ellenbogen. Und die haben es übertrieben. Die wurden sehr oft verurteilt, weil sie den Dienst überschritten haben. Mit Dienst überschreiten meint Dewald noch mehr töten, als befohlen war. Damals habe ich mich eingegliedert, weil das für mich doch eine Rettung war. Es war eine Rettung von der Todesstrafe, Begnadigung und raus aus Dachau, raus aus dem Lager an die Front. Und ich hatte ja schon die Absicht abzuhauen. Wann dann?
wenn ich nur Gelegenheit bekomme. Eine richtige Front habe ich nie gesehen. Frontale Kämpfe mit Panzer oder sowas. In der Slowakei, das waren Einzelkämpfe. Ich habe keine großen Partisaneneinheiten gesehen. Über die Berge sehen wir, wenn die da laufen, von einem Hügel auf den anderen. Kann man gar nicht schießen oder nachlaufen. Es waren Einzelkämpfer, ich weiß nicht, ob da überhaupt große Partisaneneinheiten waren. Wir wurden dann versetzt an die Ostfront. Die Ostfront war damals schon in Ungarn. Das war ja Oktober 1944. Und das war ein Fluss, der hieß Ipol. Bei der Ortschaft Ipolsak. Wir waren da im Fluss und geschossen haben die Geschütze auch von deutscher Seite und von der russischen. Aber wir waren dazwischen und haben da die sogenannte letzte Abwehr haben wir da gemacht. Ja, und dann haben die auch in einem Moment die Anordnung bekommen, den Befehl, die ganze Einheit, die Dirlewanger, planmäßigen Rückzug zu machen. Hier, ganz nahe ist die Brücke und Front, die Russen schießen schon. Da habe ich entschieden, in einem Moment mit dem Gepäck, das ich da von meinen Offizieren hatte, das Fahrrad hatte ich in der Hand und das Gewehr über den Rücken, bin ich in der Entgegenrichtung gegangen. Also nicht dort, wo meine Einheit ist, sondern habe mal gedreht und bin zur Brücke gegangen. Auf der Seite, wo wir waren, des Flusses, da war ein Damm. Da war ein langer Damm mit Straße, dass man überhaupt auf die Brücke kommt. Auf dem Damm bin ich gelaufen. Die Russen kamen über die Brücke entgegen mir. Und ich bin da abgerutscht, dann bin runter. Rechts vom Damm habe ich mich nur hingelegt, mit meinem Fahrrad alles hingelegt. Und abgerufen. Predajemse. Also das ist in Serbokratisch. Predajemse, Russisch, Predajemse, Serbokratisch habe ich gerufen. Da kam eine Spähtruppe, also drei Soldaten russische kamen da. Der eine hat mir das Fahrrad genommen, hat es weggeschmissen. Auch die Klamotten, hat geschaut, was da ist. Und der dritte hat mir das Gewehr abgenommen. Ich übergebe ihm mit dem Gewehr, das ist doch komisch. Er hat mir abgenommen, hat es auch weggeschmissen. Und hat mich sofort weitergegeben und die sind dann weitergegangen, nicht wahr? Da hat mich zwei Soldaten haben mich zurückgeführt. Gleich hinter der Brücke war es so eine Schreibstube von einem Offizier, der hat gefragt, welche Einheit ist da drüben, von welcher Einheit sind Sie, was für eine Waffen haben Sie da und alles. Ich wusste nicht viel. Ich wusste nur meine Einheit, wie die Waffen heißen, was die da haben und was da noch gibt und welche Einheiten. Ich war ja nicht so im Leben ein richtiger Soldat, dass ich das alles wusste. Ich sage, ich weiß nicht viel. Ich bin in der Strafeinheit. Dirlewanger, die sind abgehauen, da drüben ist jetzt niemand weit entfernt. Sie haben Angst vor Einkreisen. Ich dachte, ja gut, dann habe ich ihm gesagt, dass ich Jugoslawe bin, dass ich in Dachau war und so. Da sprichst du Deutsch, sage ja. Ja, dann geh mit. Dort melde dich dort bei dem, hat er mir gezeigt, einem Soldaten. Geh mit ihm, er wird dir schon sagen, was du machst. Aber den nächsten Tag haben die das schon organisiert und über die Brücke ging eine ganze Kolonne mit den LKWs. In einem saß ich auch, die haben mir einen Lautsprecher gegeben und einen Text, den wir besprochen haben, habe ich in Deutsch verfasst. Und dann habe ich den ausgerufen. Deutsch, übergibt euch, der Krieg ist schon beendet und so weiter und so weiter. Ich habe mich da eingesetzt, mit den Russen mitgefahren. Die haben dauernd geschrien und gesprochen, wir fahren nach Berlin. Und das haben alle Russen aus allen Richtungen sind die nach Berlin gefahren. Auch wenn er nicht in Richtung Berlin fuhr, er sagte, wir gehen nach Berlin. Warum? Berlin, das war das Nest, das wollten die ausräumen. Auch ich. In Berlin habe ich, dort habe ich die gesehen, also dort hat man gehandelt und dort hat man entschlossen, eben auch über das Hängen meiner Eltern, auch über das Erschießen und Abschlachten meines Bruders in den Partisanen und
meine Schwester, die man nach Ravensbrück geführt hat, ins Lager. Und meine Genossen, endlich, mein Vaterland ist Jugoslawien. Die Nazi-Armee, Faschisten haben das Land am 6. April 1941 erobert. 1 Million und mehr Opfer da, alles verbrannt, vernichtet. Ich hatte auch viel Interesse und Rechnungen, die ich dort saldieren wollte, in dem Nest in Berlin, wo die alle waren. Mit den sowjetischen Truppen zog Thomas Dewald weiter nach Westen. Doch seine Freude, endlich auf der richtigen Seite zu kämpfen, dauerte nur 10 Tage. Einem Offizier des sowjetischen Sicherheitsdienstes fiel der Soldat in deutscher Uniform auf. Er schickte Thomas Dewald aus der Frontlinie ins Kriegsgefangenenlager. Dass er das KZ in Dachau überlebt hatte, wurde ihm nun zum Verhängnis. Später in einem Sammellager in Rumänien habe ich mich mit 300 deutschen und österreichischen Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten und verschiedenen Antifaschisten getroffen, die zu irgendeinem Arbeitsdienst aus dem Lager rausgezogen sind, Arbeitsdienst, und sind übergelaufen wie ich. Aber die waren alle im Lager, für Kriegsgefangene. Und dann kamen aus Moskau so Leute mit Ledermantel, mit Aktentaschen und haben so Aufnahmezettel gehabt und habe von jedem viel Auskünfte verlangt. Und da haben die dauernd da was geschrieben und geschrieben und geschrieben und immer versprochen, bis einer nach 2 Monaten kam und sagte, was, wisst ihr was? Wir haben alles gebrieft. Ihr erwartet von uns, dass ihr jetzt da Instruktoren, politische Instrukteure sind oder sonst was, oder wenn Deutschland befreit wird, dass ihr da irgendeine Rolle spielt. Nein. Die Tatsache, dass ihr Dachau überlebt habt, ist ihr Urteil. Ihr seid alle verdächtig. Warum habt ihr Dachau überlebt, das müsst ihr erklären. Ohne Beweise. Erklären, man muss erklären, warum man Dachau überlebt hat. Später haben wir gesehen, also viel später, dass das eine offizielle, also ganze juristisch und der Staat und alle haben nicht nur für die KZ-Lager, auch die Kriegsgefangenen, russischen Soldaten, also auch in den Ostländern, die überlebt haben, ein KZ oder Kriegsgefangenschaft, denn die hatten kein Vertrauen mehr. Da hat man immer nachgeforscht, wann hat er denn irgendwo eine Pflicht unterschrieben und was tut er und wann wird er seine Pflicht erfüllen, ob er für Gestapo. Also ich glaube, man hat von dieser Diensten, von den russischen Geheimdiensten, hat man Gestapo überschätzt. Man hat so eine Vorstellung, dass die mit jedem Dachau-Ansässen da jeden bearbeitet haben und von jedem einen großen Spion gemacht haben. Wegen Agententätigkeit für die Gestapo wurde Dewald 1945 ein zweites Mal zum Tode verurteilt. Auch dieses Urteil wurde nicht vollstreckt. Als der Krieg zu Ende war, kehrte Thomas Dewald aus der Gefangenschaft in die zerstörte jugoslawische Hauptstadt zurück. Warum er plötzlich entlassen wurde, weiß er bis heute nicht. In Belgrad gab es ein Wiedersehen mit seiner Schwester Therese, die das KZ überlebt hatte. Alle anderen Familienangehörigen waren umgekommen. Endlich bekam Thomas Dewald die Anerkennung für seinen Leidensweg. 1946 wurde er zum stellvertretenden Bauminister Serbiens ernannt. In dieser Position durfte er 8 Jahre bleiben. Dann holten ihn die Schatten von Dachau wieder ein. 1954 wurde ich auf einmal verdächtig. Warum? Habe ich erst später erfahren. Zuerst hat man mich verhaftet wegen verschiedenen wirtschaftlichen in der Wirtschaft, wo ich war. Ich war in einem ganz großen, das größte Bauunternehmen, war ich Generaldirektor. Wir haben auch Auslandsbaustellen gehabt und da hat man verschiedene Sachen mir so angeklebt. Ich hätte nicht richtig gehandelt und kriminelle Taten getan. Aber als ich eingeliefert wurde und nicht einmal noch richtig Beschwerde gemacht habe auf den
Untersuchungshaft kamen schon zwei Herren aus dem Geheimdienst, das hieß damals Urba, und haben gesagt, sie hätten den Auftrag von der Partei, meine Vergangenheit zu briefen. Warum? Ja, ich hätte, es wäre eben kompliziert, ich bin doch Deutscher und war doch bei den Deutschen und so weiter und so weiter. Also, steht zur Verfügung. Sie sollen fragen, ich werde antworten, werde alles erklären. Ich sagte, ja, ja, dann nicht eilen. Bis dahin, bis wir das alles erklären, bleibst du in der Einzelzelle, mit keine Kontakte mit niemandem und aufrichtig und alles erklären. Natürlich, das war der Einzelfall. Ich hatte schon eine Ahnung, etwas wusste ich schon, von dem Verdacht verschiedener Leute, die nicht so saubere, ganz saubere Biografie in der Vergangenheit hatten, nicht immer unter Kontrolle der Partei waren, in den Partisanen ist man da, da sieht man, was er macht. Zum Beispiel die Dachauer Prozesse, die in Slowenien da 1949 und 50 waren, man hat nicht viel gehört, aber man wusste, dass Leute deshalb verdächtig waren, weil sie Dachau überlebt haben und wurden verurteilt zum Tode, 12 Mann oder auch langjährige Gefängnisse, habe ich mich erinnert. Das passiert mir auch. Das war streng geheim alles. Das einzige Papier, das entstand aus dieser Vernehmung, aus dieser Briefung meiner Vergangenheit, ist diese, was Goschnew da unterschrieb, dass mir das Erstkämpferabzeichen abgenommen wird. Sonst nichts. Thomas Dewald kam in Einzelhaft und musste täglich mit dem Todesurteil rechnen. Die Überprüfung seiner Vergangenheit dauerte lange, 3,5 Jahre. Während seiner Haft wurde er aus der Partei ausgeschlossen. Daher noch heute die Verbitterung, wenn er über seine letzte Haftzeit spricht. Es war bestimmt schlimmer. Also auch die Entscheidung nachher, als mir die Bescheinigung da kam, der Entschluss, dass ich als Feind der Revolution entdeckt wurde. Das war ja schlimmer, bestimmt schlimmer als jedes Todesurteil vom Klassenfeind. Weil es war ja vom eigenen, von meiner Revolutionsmacht, also von dem Staatssekretär der Volksarmee. Ich war ja Reserveoffizier, Hauptmann erster Klasse, das war ja mein Minister. Tito war mein Oberbefehlshaber. Auf einmal kommt ein Beschluss, dass ich Verräter bin, dass ich die ganze Zeit, und dass es bewiesen ist, dass man das gebrieft hat. Das geht doch nicht. Und das ist schlimmer. Es kommt mir so vor, als wenn man lebend begraben wird. Nach der Beendigung der Untersuchung, als ich rehabilitiert wurde, habe ich mein Erstkämpferabzeichen zurückbekommen, das ist dies hier. Und außer den Abzeichen habe ich noch andere Abzeichen, zum Beispiel dies hier. Das ist das Orden der Brüderlichkeit und Einigkeit der jugoslawischen Völker. Und hier, das ist das Orden der Verdienste für die jugoslawische Völker. Hier, das ist das Tapferkeitsorden. Mehr über diese Zeit will Thomas Dewald nicht sagen. Die Gerichtsakten von der 3,5-jährigen Haftzeit sind in Belgrad nicht mehr auffindbar. Nach der Rehabilitation wurde er beauftragt, in der Sandwüste von Belgrad eine neue Großstadt für mehrere hunderttausend Menschen aufzubauen. Auch der verstorbene Staatschef Tito zeigte großes Interesse an diesem Mammutprojekt. So entstand unter Dewalds Leitung die Trabantenstadt Neu-Belgrad, wo heute über eine Viertelmillion Menschen lebt. Das Schicksal wollte es, dass die Baudirektion von Neubelgrad auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Lagers errichtet wurde, dem Ort, an dem seine Eltern von den Deutschen hingerichtet wurden.
Nur eine Gedenktafel erinnert daran, dass auf diesem Gelände über 40.000 Menschen zwischen 1941 und 1945 ums Leben kamen. Wenn es so sein muss, wenn das Sozialismus ist, und wenn ich dafür mein Leben eingesetzt habe, da sehe ich keinen Sinn zum Weiterleben. Es hat sich aber anders zur Zufriedenheit meiner Familie, meiner Freunde und Genossen und auch des Volkes des Jugoslawischen, es hat sich anders entwickelt. Und jedenfalls der Prozess der Demokratisierung dauert noch und ich verfolge das mit großem Interesse und gebe nach meinen Möglichkeiten auch meinen Beitrag. Ich bin jedenfalls stolz darauf, dass ich zu denen Angehörigen der deutschen Nation gehöre, die dem Nazifaschismus Widerstand geleistet haben. Dank der Erziehung von meinen Eltern und dem Einfluss der Kommunistischen Partei Jugoslawiens war ich nicht unter den Millionen Betrogenen von einem verbrecherischen Regime. Empörung und Entsetzen erfühle ich gegenüber dem Naziregime, aber nie habe ich das deutsche Volk und die Naziverbrecher gleichgesetzt.